geht ab, Freunde, und herzlich willkommen. What's going on, guys? Thanks for watching Strikers. Well, heute sind wir zu zweit. Egal, Bruder. Thanks for watching Strikers, genau Freunde. Genau so ist es. Thanks for watching Strikers. Danke fürs Einschalten, Freunde. Und ihr habt es so oft in die Kommentare geschrieben. Welche Challenge wollten die unbedingt haben? Ich glaube, irgendwas von Roberto Carlos? Ja, Mann, Roberto Carlos. Der hat so kranke Tore. Ja, Mann, ich bin Oberschenkel die Tore wie ein Pferd. Der oder sein Oberschenkel wie unser so. Oberkörper. So. Das ist so ein Oberschenkel. Das ist ein Oberschenkel, Freunde. So. Und ja, wir haben einfach drei der krassesten Tore von ihm rausgesucht, weil er hat so viele Tore, das war nicht einfach. Er hat echt heftige Tore. Ich hoffe, du hast welche genommen, die wir auch halbwegs schaffen können. Das war das Problem. Tore, die wir schaffen könnten, das waren eigentlich Mission Impossible Tore, aber wir werden unser Bestes geben. Ja, wir schaffen das, wir kriegen das. Oh. Nein, doch. Danke nochmal für den ganzen Support, für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare. Falls ihr noch nicht in der Crew seid, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, Freunde. Jetzt direkt mal läuten lassen und direkt liken, Freunde. So ist es. Und ich würde mal sagen, du fängst an, Bro. Du hast die Ehre, das erste Tor von Carlos. Ja, dann mach ich das. Dann fangen wir mal an. Lego. So, lieber Holzi, schauen wir uns das erste Tor an. Mal gucken, das erste Holzi-Tor, ja. Genau. El balón para Roberto Carlos. Und? Arriba Roberto Carlos. Was? Gol. Bro, ich wollte einfach nur deine Reaktion sehen. Das ist nicht dein Ernst, dass wir das probieren. Nein, natürlich nicht. Guck dir das mal an. Das ist, das ist unmöglich. Unmöglich. Del último palo de Ojeda. Un golazo con el mérito total. Wir würden locker bis 2020 versuchen, dieses Tor nachzuschlagen. Und dann haben wir es am Ende des Tages immer noch nicht geschafft. Ist so. Aber deswegen, ich zeig dir jetzt mal das erste wirkliche Tor, okay, was wir nachstellen werden. Der täuscht an. Oh, niemals an. Boah, schöner Strahl da, aber. Die dachten halt, dass er direkt aufs Tor zieht. Und dann legt den nochmal vor. Respekt, Roberto, wenn du das siehst, Roberto. Ne? Ich würde sagen, wir spiegeln das Ganze wieder, ne? Weil der linke Fuß, der ist nur fürs Stehen da. Genau. Das heißt, wir machen das von der linken Seite, dann mit ins rechts, rechte, ne? Eck auch. Genau. Weil sonst, das ist ja schon so unmöglich. Jetzt dann noch mit links, dann können wir es ganz sein lassen. In der Tat. Freunde, vergesst nicht, Hashtag Roberto Carlos in die Kommentare zu schreiben. Hashtag RC3, Freunde. Wisst ihr Bescheid? Ist es Roberto Carlos. Drei. So, Freunde, mein erster Schuss. Jeder von uns hat 5 Versuche. Ich bin froh, wenn ich da einen von treffe. Das war echt schon ein kranker Strahl. Ich versuche den auch einfach vollspannen reinzuhauen, Freunde. So sieht's aus. Die Kraft stimmt, aber die Richtung noch nicht. Da ist der Lauro lieber mal einen Schritt beiseite gegangen. Das sieht doch schon mal gut aus, Freunde. Habe ich schon meinen Treffer, den ich haben wollte. Nice. Unser lieber Holzi nimmt diese Challenge viel zu ernst. Ich blute schon, weil der Ball kam so krass auf mich drauf und ich, Dummkopf, habe mein Armband angelassen. Deswegen, der tat schon gut weh. Aber wisst ihr was? Jetzt kommt der Lauro Carlos Schuss in die Ecke wie Carlos. Das war eher Mülltonnen-Carlos als Roberto Carlos. Ich muss weg. So, von der zweiten Versuch machen wir direkt so weiter wie beim ersten Versuch, würde ich sagen. Nur ein bisschen weiter rechts oben. Und dann haben wir direkt den perfekten Treffer. Ich muss ehrlich sagen, der Holzi hat schon Vorteile in dieser Challenge, denn A, ich bin katastrophal im Tor und B, der Holzi hat halt einen Ballermann. Aber nichtsdestotrotz, ich hol auf, Bruder. Ich hol dich auf. Ah, Freunde, da war schon gut Dampf hinter. Da tut die Hand schon ein bisschen weh, aber die Hand hat ihn gehalten, Freunde. Jetzt haben wir direkt das nächste Tor, dann haben wir direkt den Hattrick sogar, Freunde. Das läuft ja besser als gedacht. Jeder Schuss scheint hier heute ein Tor zu sein. Keine Ahnung, was ich machen kann. Ich muss einfach anfangen zu treffen und nichts anderes. Oder wie hat Roberto Carlos immer gefeiert? Ich weiß gar nicht mehr, das liegt schon so lange zurück. Aber mein erster Treffer, ein bisschen passive Aktion, aber Tor ist Tor. Alles klar? So, Freunde, der nächste Schuss von mir. Ich glaube, wie gesagt, jetzt steht 3-1. Mach mal ganz gediegenen an die Latte raus. Ich möchte ihn hier nicht so demütigen, ich glaube. Es tut mir auch leid. Jetzt schieße ich hier schon Traumtore, wenn ich jetzt nicht mehr will. Ich glaube, dass Holzi in Wirklichkeit gar nicht Deutscher, sondern Brasilianer ist. Denn er scheint die Tore besser drauf zu haben. 4 Schüsse, 4 Tore. Gut ab. Letzter Durchgang hier im ersten Tor, Freunde. Ja, machen wir noch einen oder machen wir keinen? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, machen wir noch einen, dann haben wir den perfekten Durchgang, Freunde. Den perfekten einfach.
Nope. Und da dachte ich mal, macht der Holzi einen dreckigen, aber sobald ich dreckig spielen will, da geht er nicht rein. Fast hätte er sogar noch den fünften gemacht, das hätte mich ganz entehrt. Und wenn wir schon bei Ehre sind, ein Ehrentreffer wenigstens noch. Hashtag Linko in die Kommentare für diesen linken Ball in die andere Ecke. Bro, Glückwunsch, die erste Challenge ging an dich. Du hast aber auch sehr gut geschossen, die beiden da links unten, Alter, die waren... Aber kommen wir zum zweiten Tor. Okay. Das ist ein richtig krasses Tor. Ist noch heftiger, ja? Meiner Meinung nach, ja. Now here is Roberto Carlos to strike one. Oh, what a goal! Was war das für ein Ball? Oh, Junge, was hat der für einen Ballermann, Digga? Keine Ahnung, der ist einfach nur krank. Vor allen Dingen, wie kommst du auf die Idee, so aufs Tor zu schießen? Ohne Witz, das waren locker 30 Meter. Okay. Die Challenge muss ich für mich entscheiden. Ja, die machst du. Nee. Gut, ich wünsche dir viel Glück. Nicht. Roberto Carlos die Erste und dafür natürlich auch den Roberto Carlos Anlauf. Auch hier will ich eigentlich wieder sagen, ich bin froh, wenn ich einen reinmache, aber das ist echt ein Tor, Freunde, das... Nice. Eben habe ich auch das Unmögliche möglich gemacht, vielleicht ja auch diesmal. 3, 2, 1, go! Nope. Da fast mein Arm gebrochen, aber okay. Holzi, warte ab, denn ich kann auch gut schießen. Freunde, jetzt mein zweiter Versuch. Ich hab's auf dem Fuß, ich glaube, jetzt springt er einfach eiskalt in den Winkel rein, Freunde. Lasst ein Like, danach passiert das jetzt auch. Bye, have a great time. Meine Chance, jetzt hier in Führung zu gehen mit dem ersten Treffer. Hashtag Holzi-Aktion, denn, Bruder, ich glaube, Holzi hat eben zu viel Butter in den Händen gehabt. Oh yeah. Ich wollte den Ball extra fangen, um den Lauro ein bisschen zu demütigen. Das hat ja dann super geklappt. Aber egal, hab gesehen vorhin, die Richtung hat gestimmt. Der Ball war nur 10 Meter zu hoch. Wer kennt den Tanz, Freunde? Wer kennt den Tanz? Solche Bälle sind unhaltbar. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt mein zweiter Treffer. Boom, dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Freunde, jetzt gehe ich für den perfekten Roberto Carlos. Wenn du das siehst, ich bin dein Sohn. Was? Wer bist du denn? What the hell is going on? Strikers hat jetzt endlich auch meine Chance, eine Disziplin für sich zu entscheiden, Freunde. Denn mache ich den nächsten, habe ich diese Challenge schon für mich entschieden. Und wenn nicht, bleibt es noch spannend. Mann, ich bin wiederum so schlecht, es ist unglaublich, dass ein Ball, den man hier hinschießen will, geht dann da rein. Also eher hier so. Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Freunde, der Lauro hier vorzeitig entschieden. Ich glaube schon wieder 3 Treffer da links unten. Ich weiß nicht, was der Junge gegen mich hat. Ich habe diese Challenge zwar gewonnen, aber das war der beste Schuss in dem Durchgang. Der ging wenigstens in die Ecke. Ja, der war wenigstens recht. In die richtige Ecke. Und jetzt kommen wir zum ultimativen, zum letzten Tor. Das Tor, worauf wahrscheinlich jeder hier gewartet hat. Es ist das. Es ist das. Ja, das alles entscheidende Tor, Freunde. Erstmal das, aber auch das krasseste. Das krasseste Tor seiner Karriere, Freunde. Schauen wir uns das einfach mal zusammen rein. Ja, guck mal, von wo der geschossen hat, Junge. Dann guck dir mal bitte die Flugbahn an. Alter. So ist es. Die Flugbahn dieses Balles ist einfach nur unnormal. Also auch das ist Mission Impossible. Absolut. Wenn wir sowas hinbekommen, dann Hut ab. Aber ganz ehrlich. Dann würden wir hier nicht auf dem Platz spielen. Dann würden wir, glaube ich, woanders spielen. Dann würden wir auch bei Real Madrid spielen. Wahrscheinlich. Aber wir werden unser Bestes geben. Soll der Bessere gewinnen? Besser wird's bei mir nicht mehr, Freunde. Ich habe echt keine Ahnung, was ich mir bei diesem Tor gedacht habe. Bye, have a great time. Miserabel. Schlimmer als miserabel. Freunde, was der Lauro sich hier wieder ausgesucht hat, einfach mal Hashtag Linko in die Kommentare. Was ist das denn hier? Ich komme auf den Platz, will Fußball spielen und dann kriege ich solche Aufgaben hier. Aber der springt irgendwie trotzdem fast noch rein, Alter. Hat er auch noch mal Glück gehabt. Und da ist er wieder. EU West, bester Torwart. Oh mein Gott. Boah, da hat der Lauro schon einen guten Ballermann rausgehauen. Naja, habe ich doch zum Glück gesehen, dass das gegen die Latte geht. Musste ich nichts machen. Aber auch, der hätte natürlich auch mal Unterkante reinspringen können.
eben die Latte. Jetzt muss mal das Tor getroffen werden. Und hat der Holzi wieder gesehen, ah, der geht gegen die Latte, muss ich nichts machen. Ey. Zweimal Latte jetzt schon, der Lauro, der nähert sich an. Ey. Das heißt, ich muss den jetzt mal reindrücken vorne, wirklich mit Gewalt da reinhämmern. Mein vorletzter Schuss in dieser Challenge, meine Chance hier in Führung zu gehen. Okay. Jetzt bin ich Roberto Carlos, Freunde. Jetzt habe ich es auf dem Fuß, Freunde. Die Glatze, Roberto Carlos hat damals auch diese schöne Friese hier gehabt. Holzi, es tut mir leid, war es ein guter Holzi Carlos, aber jetzt kommt der wahre Lauro Carlos. Nein, der macht ja gar nicht so. Ja! Ich muss sagen, der war Winkel des Grauens, Alter. Ich glaube, da hast du einfach diese Brasilianer-Gene, die mir ein bisschen fehlen. Bruder, Kuss auf deine Nuss. Oh, danke, danke. Danke, dass du gekommen bist. Holzi, der Ehrenmann, der Einzige, der hier heute angetreten ist in dieser Challenge. Bruder, danke schön. Bruder, weißt du doch, Bruder. Du hast dich gut geschlagen. Vergesst nicht, bei den Brotatoes und bei Holzi vorbeizuschauen. Dankeschön. Beste Jungs überhaupt auf YouTube nach Strikers. Lass dein Like da, lass dein Abo da. Und die Glocke läuten, Freunde. Wir sehen uns nächstes Mal. Lass dich so rein, Freunde. Ciao. Lass dein Like da.